Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich muss erstmal eine Sache machen, die ich... Warum habe ich das nicht viel früher angemacht? Vielleicht habe ich den Tipp auch längst bekommen und habe ihn nur, keine Ahnung, vor 58 Folgen schon überlesen. Auf jeden Fall habe ich ihn, keine Ahnung, vor... Naja, auf jeden Fall vor der vorherigen Aufnahmesession schon, also... Vor jetzt ungefähr einer guten Woche oder so bekommen, würde ich mal schätzen. Vor 10 Tagen oder so. Dann finally, mach doch das an. Dann siehst du wenigstens, wo du mit deinen Werkzeugen halt hinhaust. Und es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Warum habe ich das nicht vor 100 Folgen angemacht? Aber merke, wir kriegen 8 Iridium. Also es scheint wirklich auf den Tag festgelegt zu sein. Und unser Balk ist da, wenn ich mich richtig erinnere. Ist auch schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Da liegt es! Justin J. Justin J. Sleeping. Finde ich okay. Während der Schlaf schläft, kann er nicht viel Unsinn machen. Er kann nicht schreien, er kann nicht kacken. Alles gut. Also vielleicht kann er Letzteres auch während er schläft. Weiß ich nicht. Aber... Ich schätze ja mal, die Babys hier sind im Vergleich zu echten Kindern sehr pflegeleicht. Haben wir? Mist, das reicht nicht. Ich dachte, das reicht vielleicht für 2 Barren jetzt, aber... Anyways. Oh, wir haben ja den neuen Stall, den neuen Schuppen. Ich sage immer Stall statt Schuppen. Warum? Wir haben ja den neuen Schuppen gebaut. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wie ist hier so die Lage? Dann sollte ich jetzt vielleicht, immer eine Packung Früchte im Inventar haben? Damit ich nicht im Zweifelsfall Früchte wieder von ganz... Ich sollte die Früchtekiste einfach woanders hinpacken. Das wäre vielleicht clever. Oder 2 Früchtekisten machen. Ja, überlege ich mir, was? Warum? Ernsthaft? Ist ja jedes zweite Stück kaputt. Will ich verarschen? Die Frage ist, rennen die Tiere daraus? Und before entering, ja. Ich wollte auch erst absteigen. Ich wollte noch gar nicht rein, aber ist in Ordnung. Wow, ganze 3 Eier. Na, da habt ihr euch ja nicht gerade den Arsch aufgerissen. Ich hab euch trotzdem lieb. Zumindest 3 von euch. Den Rest streichle ich nur, weil Harvey mich nicht mehr streichelt. Ich zumindest ein bisschen Körperkontakt brauche. Seitdem das Kind da ist. Mit Harveys ganze Aufmerksamkeit nur noch dem Kind. Ich kriege nichts mehr. Nichts mit nächtlichen Massagen. Ha! Der Lump. Hab ich doch nur benutzt, um an die Adoptionspapiere zu kommen. Aber ich habe ja immer noch meine Void Chickens. Wir gehen gerade ganz, ganz, ganz komische Gedanken im Kopf rum und ich bin froh, dass ich sie Let's Play untypisch einfach gerade nicht laut ausgesprochen habe. Und es bleibt auch dabei. Nein, nein, nein. Niemand möchte das wissen. Man möchte auch nur darüber nachdenken. Tatsächlich schon wieder 1? Ist doch nicht wahr. Hab ich 1 im Stall vergessen? Eigentlich waren es doch immer 12, oder? Eigentlich war das doch bei den Enten, wo ein... Aber das hier hinter habe ich ja auch schon weggeräumt. Nö. 3, 6, 9. Wir haben aber auch 12 Hühnchen inzwischen. Ach, keine Ahnung. So, machen wir mal den Praxistest. Ich will doch eigentlich nur auf das Pferd aufsteigen. Danke, dass da mal weggeht. So, die Frage ist, laufen die durch den kaputten Zaun? Also kommen die da rüber?
Die Antwort ist nein. Okay, dann kann der Zaun auch erstmal kaputt bleiben. Dann hat er jetzt nicht oberste Priorität. Ey, ist ja wirklich fast alles im Arsch. Hallo. Ist doch nicht normal. Ein so ein bisschen Gewitter und hier bricht der halbe Zaun auseinander. Ich glaube, es hackt. Toll, da liegt ein Trüffel und das Tor ist auch kaputt. Ganz toll. Haben wir hier noch ein Tor? Dankeschön. Vielleicht möchte ich auch noch einen Pfosten. Nur für den Fall. Ach, das Tor war nur kaputt, weil der Pfosten kaputt war. Okay. Oh, da fällt mir ein, wir müssen auf jeden Fall zu... Wie heißt er denn? Zu Clint. Der müsste noch Werkzeug von uns haben. Der hat noch Zeug von mir. So, die Erdbeeren braucht 8 Tage, ne? Da, oh, das sieht voll geordnet aus jetzt, wo wir da nicht 2 Sorten drin haben. Das sieht... Boah, okay. Nicht so lange hingucken. Das und das und das verkaufen. Oak Resin lagern wir ein. Zack. Und dann brauchen wir 1, 2, 3. Ja, ich weiß, da ist Heu drin. Das ist, Moment, da ist voll wenig Heu drin. 22 ist super wenig. Warum ist da so wenig drin? Wir müssen hier unten irgendwo noch mal ein bisschen Rasen anpflanzen, ne? Damit ich ein bisschen was wegmähen kann. Eigentlich müsste... War unten links noch welcher? Ich brauche mal eben mein Pferd wieder. Ich will das jetzt nicht alles zu Fuß laufen. Da kommt man so von einem zum anderen und ruckzuck, ne? Vor allem können wir Rasen mähen, im Zweifelsfall auch noch später. Das wollte ich mit zu Günni nehmen. Günther! Gott, wir brauchen unsere Hacke wieder. Steige ich hier schon vom Pferd ab? Town. Bitte. Gucken wir erstmal, ob wir das Ding spenden können. Ziemlich sicher nicht, aber... Ah, okay. Dann, plündere ich wenigstens deine Mülltonne. Okay. Dann schenken wir das Clint. Der findet das zwar bestimmt scheiße, aber ist mir egal. Ho, ho, ho. Iridium ho. Die Axt kann eigentlich da bleiben. So, wir machen auch erstmal die Geoden. Ein Stück Wackelpudding. Jetzt wird sie mich verarschen. Und dann... wurde da depressiv von. Ja, schade. Weißt du, ich finde hier so ein antikes Schalendings-Nupsi-Teil und du so, nee, ist doof. Lass mal nicht haben. Schenk mir lieber einen Goldbarren. Hm. Ist klar. Nein, nicht essen. Junge. Du futterst zu viel. Ach Gott, der Magnetring. Ich erinnere mich. Was für ein Luxus er doch war. So. Ups. Wow. Mit der Iridiumhacke finden wir jetzt sogar 3 Leben statt nur 2. Fantastisch. Das würde mich aber mal interessieren. Wow, okay, das ist viel. 18 Felder auf einmal hacken ist ein bisschen geil. Nicht, dass ich das jetzt noch viel brauchen würde. Aber wobei. Vielleicht strukturiere ich dann meine Felder doch nochmal um. Dann bräuchten wir aber natürlich auch noch eine Iridium-Gießkanne. Für den Sommer.
Das wäre dann schon ganz gut. Ja, ganz ehrlich, diese Kiste muss irgendwo anders hin. Ich weiß noch nicht wohin, aber sie steht da einfach im Weg. Die nämlich mit Kiste kann eigentlich. Eigentlich kann die dahin. War die so? Nee, die war so, ne? Ja. Dann kann ich hier nämlich wenigstens mit dem Pferd hochreiten. Schön, dass ich da nach 48 Folgen auch endlich mal drauf komme. Wahrscheinlich sind es mehr als 48 Folgen, aber egal. So, weg. Clay braucht auch niemand. Niemand will das. Weg damit. So. Mal gucken, was das Balk macht. Schläft. Okay. Was macht Harvey? Den habe ich heute auch noch gar nicht gedrückt. Der ist bestimmt in der Praxis, wa? Stand er da gerade? Nee, okay. Kurz halluziniert. Was machen wir denn heute nochmal? 17 Uhr? Geht jetzt auch nicht mehr so richtig viel. Es ist irgendwie. Es geht zu viel Tageszeit drauf. Wir könnten den Zaun reparieren. Zaun reparieren ist okay. Zumindest sofern wir Holz haben. Also sofern wir die Posts schon haben. In dem Fall möchte ich auch gerade mal das tauschen. Dann scrolle ich mir nämlich nicht immer einen ab. Ich wette, morgen ist wieder Sturm. Schon mal drin, die sind auch drin. Hopp, hopp. Ja, bieg nochmal ab, ist okay. So, Schweinestall müssen wir noch zumachen, wobei das ist gar nicht so elementar wichtig. Die Schweine gucken aus dem Rasen ja auch raus. Aber wir wollten auch noch Rasen mähen unten, gegebenenfalls. Hier fressen die langsam doch ganz schön viel. Aber es sind eben auch viele Viecher. Mist, das war jetzt einer zu viel. Glaube ich, habe das noch ein bisschen unterschätzt, wie viel die tatsächlich wegmoppeln. Hier irgendwas kaputt? Jetzt schon, danke. Warum kann ich denn da nicht durch? Das ist ein Stein, okay. Ja, keine Ahnung. Wenn noch was kaputt ist, mir egal, sieht man eh nicht. Was man nicht sieht, ist mir auch egal. Zwar, oh, ist doch. Jetzt habe ich schon die Location. Dann bin ich einfach zu hektisch dafür. So, das. Mehr Wooden Posts habe ich, glaube ich, nicht, ne? Ja, schade. Oh, wobei, ich kann auch welche craften. Haben wir sogar noch einen über. Aber oben war bestimmt auch noch was. Wir müssen ja auch den Schweinestall zumachen. Von daher. Ah! Like, fuck you. Ist doch nicht wahr, ey. Die moppeln hier auch ganz gut was weg, ne? Weil ich wusste doch, hier war noch was kaputt. Sieht man zwar eigentlich auch nicht, aber. So. Passt schon. Trüffelöl ist fertig. Habe ich die Schweine eigentlich alle geherzt heute? Weiß ich gar nicht. Oder habe ich einfach nur den Stall aufgemacht und habe sie nicht gedrückt? Ich bin mir echt unsicher. Hat auf jeden Fall auch niemand Trüffel gefunden, offensichtlich. Aber okay. Ich wollte noch mal runterschauen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich da noch Rasenfläche. Warum habe ich denn das gerade übersehen? Na egal. Echt nicht sicher, ob hier links. Ja, wusste ich doch. Wusste ich doch, dass hier noch ein bisschen Rasen wächst. Auch nicht die Welt. Also wir müssten irgendwo schon noch mal so ein bisschen was zum. Wir können hier unten schon noch mal so ein paar Grass-Starter hinpacken. So morgen mal bei Pierre kaufen.
Das wäre wohl nicht verkehrt. Verfickte Bohnen, warum habe ich die gekauft? Okay. Weg, weg. Pferd kann da stehen bleiben. Und dann... Na, Harvey, schläfst du schon? Harvey? Mein Liebling, wie war dein Tag? Bezaubernd, bezaubernd. Hat sich irgendwer heute um das Kind gekümmert? So. Kind schläft, ja? Justin Jay sleeping. So kann das weitergehen. Mir gerade überlegt, wenn man so häufiger Kinder adoptieren könnte und diesen Schrein des Vergessens und Gedöns hat, kann man hier dann auch so einen Kinderhandel aufmachen? Alter. Bringt bestimmt ein bisschen mehr als so Läppchen 9500 hier. Den ja so einen kräftigen 7-Jährigen erstmal rangezüchtet hast. Und boah, Alter. Nein, natürlich nicht. Karma schlägt zu, ich krieg nur 3. Ihr Video. Hey, Harvey. Boah, der kleine Justin Jay wird die perfekte Kindheit haben. Ich bin wirklich dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Schläft. Okay. Vielleicht doch nicht so viel Wein in die Milch mischen sollen. Aber wir hatten so viel über. Aber wo, wir hatten so viel über. Harvey? Geh mal da. Geht doch. Und schon ist die Salmonberry-Allergie komplett vergessen. Pam schickt uns. Was ist das denn? Energy Tonic. Okay, das macht 500 Energie, 200 Hitpoints, nice. Warum auch nicht? Rhabarber ist fertig. Wir könnten da jetzt natürlich Erdbeeren hinpflanzen. Die werden auch schon nochmal reif, ne? Schon nochmal reif. Oh, hier ist richtig viel fertig. Nice. Acht Tage? Ja. Doch, dann werden die auf jeden Fall nochmal reif. Wenn wir noch so viele Erdbeeren haben, dann auf jeden Fall. Also wahrscheinlich haben wir nicht genug, aber gucken wir mal. Ja, meinen Blumenkohl kriegt ihr nicht. Verpisst euch von meinem Gemüse. Aber das war's, oder? Legen die da jetzt noch mehr ab, oder? Ich nehme das jetzt einfach mal mit und hoffe, das war's. Wie sieht's hier mit dem Wein aus? Der braucht noch, alles klar. Okay, ach siehste, ich habe das Trüffelöl nach drin. Da habe ich schon gewundert, warum ich auf einmal so viele Tools hier habe. Aber jetzt macht das auch alles mehr Sinn. Okay, der Blumenkohl hier braucht noch Nachpflanzen. War die Devise. Wo sind sie denn hier? Oh, 30 Stück, das reicht halt niemals, aber egal, die verpflanzen wir dann auf jeden Fall noch und den Rest. Wobei, brach liegen lassen ist halt auch doof, ne? Weil dann verkommt das ja alles irgendwie. Ist halt auch nicht so geil. So, einen hätte ich noch. Irgendwo einer? Ich will jetzt hier nicht das 25er-Feld dafür anfangen. Hier oben. Traumhaft. Guti, wir müssen... Ich gehe jetzt erstmal zu Pierre, bevor wir uns um die Tiere kümmern. Nicht, dass wir jetzt ewig wieder auf der Farm rumkrüppeln und dann feststellen, dass Pierre plötzlich zu hat. Weil es dann schon 18 Uhr ist. Hey Pam.
Außerdem gibt es ja einen neuen Auftrag. Hat heute irgendwer Geburtstag? Shane hat morgen Geburtstag. Aber wir haben immer noch keine Hot Peppers. Smallmouth Bass. Kleinmundbarsch. Habe ich den? Ich bin mir nicht sicher. 250 reite ich aber wahrscheinlich auch nicht zu Kent runter. Willkommen! Was geht denn schnell? Kartoffeln, 6 Tage. Na komm, dann gib mir Kartoffeln. Noch mehr und dann gib mir für den Zweifelsfall auch nochmal hier irgendwie 35 Parschnips. So. Das sollte eigentlich passen. Können wir jetzt noch entspannt ein paar Töften pflanzen? Die sind dann bis zum 25. fertig. Dann... Ja, wobei so richtig super ist das auch nicht. Aber egal. War da gar kein... Ich wollte gerade sagen, da muss doch mindestens einmal Müll mit dabei gewesen sein. Geht ja nicht ansonst. Dann können wir... Rumkartoffeln? Rumkartoffeln. Stellt euch mal so einen Rumtopf mit Kartoffeln vor, wie widerlich das einfach wäre. Dann so eine mit Rum vollgesogene Kartoffel essen. Eklig. Oh, es hat mal hinten und vorne nicht gereicht, was ich hier so seriös gekauft habe. Naja, dann müssen wir wohl irgendwann nochmal zu Pierre. Passt schon. Hier ist mein Pferd. Look at my house. My house is amazing. Give it a look. Ein Schmetterling. Der Witz ist, es ist so viel besser, seitdem die Mayonnaise-Maschinen hier raus sind. Crazy. Okay. Also, komm mal raus, ihr Lappen. Warum ist denn da jetzt auch noch ein Zahn? Sag mal, habe ich vorhin, also quasi gestern, so viel übersehen? Oder ist hier jetzt über Nacht noch mehr kaputt gegangen? Geht das alles innerhalb einer gewissen Zeit kaputt? Hatte ich den? Ja. Also irgendwie... Das ist ja sehr mysteriös. Oh, jetzt habe ich hier schon aufgemacht. Nein. Dich hatte ich, oder? Ja, dich aber nicht. Ist bestimmt irgendeins vergessen, wo die jetzt nochmal was durcheinander gewuselt sind, aber egal. Wird schon irgendwie passen. Warum habe ich den Rasen eigentlich nicht gleich irgendwo hingepflanzt? Naja. So, was hier im Start? Okay, das war jetzt wirklich eine seltsame Tauschaktion. Schön, dass ich das ursprünglich alles so Sorten reinmachen wollte und jetzt hier einfach alles quer durcheinander reinhaue, aber das passt schon. So, das hätten wir auch. Sag mal, das habe ich doch gestern alles repariert. Wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das? Dann repariere ich es jetzt halt nicht. Leck mir doch den Strumpf, ey. Was soll denn das? Ich meine, dann kann ich mich ja wirklich jeden Tag da hinstellen und die Sachen reparieren. Das muss ich jetzt auch nicht haben.
So, passt schon. Heute ist Freitag, wir können mal zum lustigen Wagen gucken. Und wir müssen uns auch noch um die Schweine kümmern, fällt mir gerade auf. Die habe ich jetzt da oben völlig untergebuttert, aber das können wir kurz mal verknusen, das ist schon okay. Gleich mal einen Schluck trinken. Poppies, Cave Carrots, Red Snapper, Parsnip Seeds zu total überteuerten Preisen. Luxury Bookcase, Das hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Ja, do want. Bücherregal ist super. Das ist dann auch so ein Möbelstück. Ich glaube, da gehe ich mal ein bisschen aus mir raus und stelle es nicht an die Wand, sondern pack das mal so mitten in den Raum. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Iridiumbahn ist fertig. Der hat mal kurz Vorrang. Nicht, dass der schlecht werden würde da drin, aber dann können wir auch gleich den ganzen Quatsch verkaufen. Alright. Le Bücherregal. Ist natürlich alles schon wahr. Also das Bücherregal ist eigentlich prädestiniert für den Raum hier. Da muss auch eine andere Tapete hin. Ohne Witz. Ey, hier sind so viele hässliche Sachen. Das Ding muss weg. Das Ding, kann ich den eigentlich drehen? Oh, den kann ich sogar drehen inzwischen. Okay. Dann hätte ich den auf jeden Fall gern nicht mehr hier. Dieser Kackhaufen von einer Statue muss auch weg. Kann ich das? Steht echt ein bisschen sehr im Raum, oder? Das kann ich natürlich auch nicht an die Wand drehen. Ugh. Ich hatte gedacht, das steht so irgendwie eher an. So steht es wohl offensichtlich schon. Aber so sieht das irgendwie ein bisschen... So sieht das voll komisch aus, oder? Das... Ich weiß nicht. Wir machen das mal anders. Wir müssen das Fenster mal hier so hinpacken. So. Nicht gut aus. Kannst du mir erzählen, was du willst, aber das sieht nicht gut aus. Das Regal muss halt bis an die Decke gehen. Das ist so das Problem. Und so steht das halt, so sieht das halt aus, als könnte man hier noch hinterlaufen. Das ist irgendwie Grütze. Aber das wird hier überall anders auch nicht besser, oder? Ich kann Harvey das hier reinstellen. Da geht das. Schön vors Fenster. Da im Weg. Ja, da kann ich eigentlich ganz elegant, halbwegs elegant drumherum laufen. Ich müsste mal irgendwie so eine Rumpelkiste anfangen, wo halt so Scheiß drin ist, den ich für irgendwas habe. Ich glaube, das mache ich mal eben. Kann nämlich auch die Hüte mal rein. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Okay, eigentlich wollte ich gar nicht alles haben, aber passt schon. Holz zurück. So, und die Rumpelkiste kommt... Wo kommt sie hin? Sieht irgendwie aus, als würde hier ein sehr dicker Kerl ohne Kopf stehen. Aber okay. Der Bär bleibt da. Aber die Kiste geht mal hier hin. Habe ich gerade beschlossen. Und die kriegt diese... Kriegt die rot? Kriegt die rot? Ich mag den Grünton. Der sieht auf der Kiste nicht mehr ganz so hübsch aus. Aber passt schon so. Erstmal rein den ganzen Orts. Wir haben hier auch viel zu viel Kram rumstehen. Weg damit. Der Apfel ist auch einfach ein bisschen too much hier, oder? Ja, wobei, der kann auch da bleiben, die Chicken Statue kann da mal weg. Pinky Lemon
Pinky Lemon können wir als das Monster ins Kinderzimmer stellen. Der kann hier schön in der Ecke wohnen. Das ist okay. So. Das funktioniert. Oh Gott, jetzt haben wir den ganzen Tag dekoriert und, naja, nicht den ganzen, aber ein bisschen. Ist der Tag auch schon wieder vorbei? Crazy. Ja. Wir haben uns immer noch nicht um die Schweine gekümmert, ne? Naja, schade. Oh, ist jetzt ernsthaft das Tor schon wieder kaputt? Ey, es ist... Alter, was soll denn der Scheiß? Dann kann ich den Zaun auch gleich abreißen. Was soll denn das? Na ja, ich geh pennen. Soll der Zaun doch machen, was er will. Kein Bock mehr. Oh. Nice.